Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir befinden uns mittlerweile in Tofino und wir haben heute was richtig Cooles vor. Wir haben uns nämlich gerade eben dazu entschieden, eine Whale-Watching-Tour zu machen, haben sie gerade gebucht und in einer halben Stunde geht es dann auch schon los. Und wir hoffen natürlich, dass wir was sehen und natürlich möglichst viel sehen. Ja, und wir freuen uns schon so lange auf diesen Moment. Wir haben eigentlich seit Kanada geplant ist, schon davon geträumt, eine Whale-Watching-Tour zu machen. Ja, und man kann hier Buckelwale sehen, man kann Grauwale sehen und Orcas sehen. Das wäre so cool, wenn wir einen Buckelwal oder einen Orca sehen. Also Grauwale sind natürlich auch super cool, aber ich bin voll der Fan von Buckelwalen und Orcas. Deswegen wäre das schon so ein kleiner Traum für mich. Ja, das wäre einfach wunderschön. Ja, und das Coole bei der Tour ist auch, wenn wir keinen Wal sehen, dann dürfen wir kostenlos bei der nächsten Tour nochmal mitfahren. Deswegen haben wir uns hier auch extra einen Tag mehr eingeplant, dass, falls es nicht funktioniert, wir auch die Zeit haben, nochmal eine Tour zu machen. Aber man kann nicht nur Wale sehen, sondern wir könnten auch noch irgendwelche Robbenarten sehen oder auch Adler und auch Seeotter. Und ja, wir sind gespannt. Irgendwas sehen wir mit Sicherheit und wir werden dich mitnehmen. In einer halben Stunde geht's los, deswegen müssen wir jetzt noch schnell frühstücken und dann geht's ab zu den Booten. So, wir sitzen jetzt im Boot und jetzt geht's direkt los. Wir sind so gespannt. Wir sind super warm eingepackt mit den Overalls. Kameras sind bereit. Los geht's. Wir sind Yassi und Andi und wir sind seit August 2023 auf Weltreise. Wir lieben es, in der Natur zu sein, neue Orte zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Wenn wir uns nicht gerade mit unserem selbst ausgebauten Camper Anja in Europa herumtreiben, reisen wir mit unseren Backpacks um die Welt und du kommst mit uns mit. So, wir sind jetzt wieder zurück von unserer Whale-Watching-Tour. Wir waren jetzt ungefähr 2,5 Stunden auf dem Wasser. Das hat uns wie viel gekostet? Ich glaube $165 pro Person. Ja.
Wir schreiben euch mal den deutschen Preis hier unten hin, was wir dann wirklich gezahlt haben. Also auf jeden Fall einiges. Und wir haben einmal Grauwale gesehen, das waren 4 Stück. Und dann haben wir noch einmal einen Buckelwal gesehen, tatsächlich. Zum Glück, es war echt schön, dass wir einen gesehen haben. Auch wenn uns der ein bisschen geärgert hat. Also der wollte uns nicht so, der ist immer nur ganz kurz aufgetaucht. Und dann sofort wieder abgetaucht und ewig lang war er dann immer weg. Ja, wir haben ihn 5-mal auftauchen sehen, aber das innerhalb von einer Stunde ungefähr. Also konnte man nie erahnen, wo er wieder auftaucht. Deswegen gibt es auch nicht wirklich ein Foto und nur ein ganz kurzes Video, als er schon wieder am Abtauchen war. Die Grauwale, die konnten wir richtig lang beobachten und die waren auch teilweise richtig nah dran. Aber... war trotzdem halt, schön. Ja, die sind auch immer nur mit dem Rücken so hoch. Deswegen sieht es mit Fotos eher ein bisschen mau aus. Aber Videos haben wir von den Grauwalen einige machen können. Das war echt cool. Vor allem, weil die mal wirklich so 20 oder 30 Meter von uns nur weg waren. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber für uns Fotografen fehlt halt noch das Foto. Und deswegen sind wir schon am Überlegen, ob wir hier auf Vancouver Island irgendwann noch mal eine andere Tour machen. Wer weiß. Wir sind uns noch nicht sicher. Vor allem, weil man von Buckelwalen einfach was anderes gewohnt ist, beziehungsweise man ja immer so viel anderes sieht, dass man die Flosse sieht oder dass sie auch springen. Natürlich darf man das nicht erwarten von Natur, aber es wäre natürlich richtig cool gewesen. Ja. Und Orcas würden wir auch noch so gern sehen, deswegen sind wir am Überlegen. Aber was man auch noch sagen muss, ist, dass alleine das Bootfahren super viel Spaß gemacht hat. Das war cool. Richtig lustig. Wahnsinn. Und wir haben auch einige Seeotter gesehen, keine Ahnung wie viel, bestimmt über 15, 20 Stück, ja. Die waren überall. Und wir haben auch Seelöwen oder Seehunde, wir sind uns da nie so ganz sicher, gesehen, insgesamt 5 oder 6 Stück. Und die Kulisse, die Landschaft, die Küstenlandschaft ist einfach unglaublich schön hier. Wir sind jetzt in Campbell River und jetzt geht's auch schon zur nächsten Waldtour. Wir haben uns dafür entschieden, wie ihr wahrscheinlich aus dem Titel schon entnehmen konntet, dass es eine zweite Tour gibt. Wir sind richtig gespannt, aber diesmal ist die Tour ein bisschen anders. Ja, wir haben eine 7-stündige Tour gebucht und auch nicht mehr in so einem Zodiac, sondern in einem normalen Boot, weil es die einfach in dem Zodiac nicht so lange gegeben hat. Genau, und wir haben auch schon Kameras wieder parat und hoffen, dass wir einige coole Sachen sehen. Dass es ein bisschen besser wird wie beim letzten Mal, weil beim letzten Mal war es halt schon ganz schön, das Meer war rough, wir haben nicht so gute Fotos bekommen. Ja, schauen wir mal. Und natürlich auch die Wale nicht so gut gesehen. Ja, gucken wir mal, ob es besser wird heute. In einer halben Stunde geht's los, deswegen wie beim letzten Mal noch schnell was frühstücken und dann ab zu den Booten. Leute, wir haben gerade die ersten Orcas gesehen. Die sind noch irgendwo da draußen, die sind gerade abgetaucht. Wir haben schon die ersten Fotos und Videos gemacht. So geil! Richtig cool. Keine halbe Stunde sind wir unterwegs und dann kam eine Meldung von dem anderen Whale-Watching-Boot, dass die welche gefunden haben. Wir sind sofort hingefahren. Es sind sogar an Buckelwalen vorbeigefahren, die andere auch in der Nähe gesehen haben, weil die Orcas schwieriger zu finden sind und Buckelwale viel leichter. Mhm. Deswegen sind wir jetzt gleich zu den Orcas und wir hoffen natürlich, dass sie nochmal auftauchen. Aber definitiv ein guter Start von der Tour. Voll.
mein Gott, es ist so cool. Wir haben einfach gerade die zweite Orca-Familie gesehen. Es war eine komplett andere Familie. Wieder 6 Stück mit 2 jungen, kleinen, also so richtige Frischlinge noch. Es ist einfach so schön. Und was haben wir noch gesehen? Und wir haben nochmal Humpbacks gesehen, also Buckelwale. 2x2 Stück. Und die zweite Gruppe, die war richtig cool, weil die sind auf einmal richtig nah zu uns hergeschwommen und haben dann 10 Meter, 20 Meter, ich weiß es nicht genau, neben uns sich hingelegt und geschlafen, direkt Wahnsinn. Vor uns. Total crazy. Und als sie dann aufgewacht sind, haben sie sich einmal gestreckt und sind dann abgetaucht und haben uns die Fluke gezeigt. Beide. Und dann sind sie nochmal aufgetaucht und haben das gleiche nochmal gemacht. Das heißt, wir haben so viermal eine Flosse gesehen. Richtig cool. Es war einfach unglaublich schön. Das heißt, wir haben jetzt einfach schon 12 Orcas gesehen und 4 Buckelwale. Jetzt gibt es Mittagspause. Jeder hat ein Lunchpaket bekommen. Und wir machen hier Pause an dem Strand, wo man Chance haben könnte, Bären zu sehen. Mal schauen, ob welche rauskommen in der Zeit, wo wir hier sind. Und dann geht's weiter. Wir sind wieder zurück von der Whale-Watching-Tour und was sollen wir sagen, die 7 Stunden sind vergangen. Wahnsinn. Wie im Flug, super schnell. Wir hätten definitiv noch mehrere Stunden ausgehalten, weil es einfach überhaupt nicht langweilig wird. Es war
unglaublich schön. Und ja, was haben wir alles gesehen? Wie viel haben wir gesehen? Also wir haben zweimal Orcas gesehen. Wir haben die zweiten Orcas dann nach der Mittagspause nochmal gesehen. Also es waren zwei verschiedene Familien, die wir dreimal gesehen haben. Dann haben wir nach der Mittagspause nochmal dieselben Orcas gesehen, dieselben Humpbacks gesehen, wie vor der Pause auch wieder. Und dann haben wir noch ein paar neue gesehen, also wir haben mindestens 6 Stück haben wir gesehen, aber wahrscheinlich sind sogar 7 oder 8 gewesen, wir wissen es nicht genau. Aber mindestens 6 verschiedene. Ja. Und wie oft wir die Buckelwale gesehen haben, können wir gar nicht mehr zählen. Das bestimmt 15 Mal, dass wir Buckelwale gesehen haben. Also es war, war Wahnsinn. Wirklich richtig cool. Wir haben einen Adler gesehen, ein paar Seelöwen. Ja. Und eine besondere Ente. Wie heißt sie? Ach, keine Ahnung. Irgendeine besondere Ente haben wir wohl gesehen. Ja. Es war richtig schön. Ja. Wir wollten euch noch kurz so die Unterschiede sagen. Also die erste Tour haben wir mit dem Zodiac gemacht. Ja. Das war richtig cool, hat total Spaß gemacht, über die Wellen zum Brettern. Allerdings ist das Meer einfach total rough in Tofino und die Wellen sind sehr hoch. Dadurch, wenn man dann Wale sieht, ist es viel schwieriger zum Filmen, zum Fotografieren. Generell auch zum Beobachten. Und auch zum Sehen wegen den Wellen und weil das Boot sehr stark schaukelt. Oft sind die halt hinter den Wellen und du siehst nur so ganz leicht was rausspitzeln. Also es ist sehr schwierig manchmal. Ja. Da fanden wir das hier heute schon wirklich viel besser. Vor allem für alle Fotografen. Es ist so viel einfacher zu fotografieren, weil du nicht diese ganze Schaukelei hast. Das Boot steht meistens relativ gerade. Manchmal fährst du sogar noch und du kannst trotzdem super leicht Fotos machen. Es ist einfach voll gut. Wir haben diesmal ja auch kein Zodiac gehabt, sondern ein Boot, das wo auch zu ist, mit Toilette an Bord. Klar, bei so einer langen Tour brauchen viele mal eine Toilette, was auch gut ist. Und das Boot war auch sehr schnell unterwegs. Ja. Und man konnte hinten auch so ein bisschen rumgehen. Man hat viel mehr Platz wie auf einem Zodiac. Viel mehr Bewegungsfreiheit. Also wir fanden es so mit dem Boot jetzt besser. Ja. Es war besser, weil nicht so hohe Wellen da waren. Es war besser, weil viel mehr Wale da waren. Vor allem auch Orcas und Buckelwale. Also alles in allem hatten wir heute wahrscheinlich auch sehr viel Glück. Natürlich haben wir eine längere Tour gebucht. Und deshalb haben wir halt auch mehr gesehen. Aber generell finden wir es hier in Campbell River schon viel besser. Ja, also wir können es euch nur ans Herz legen, in Campbell River eine Tour zu machen. Und nicht in Tofino. Es war zwar auch wirklich schön, das hat auch total Spaß gemacht, aber wir fanden es hier einfach nochmal einen Ticken besser. Und ja, wir sind jetzt nochmal zurück an einem Spot, wo sehr viele Bären sind. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Deswegen, wenn du das Video nicht verpassen willst, dann folg uns unbedingt auf YouTube, damit du das Video nicht verpasst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde uns das riesig freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben da lässt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und da werden wir dich mit sehr vielen Schwarzbären überraschen.